The Day State Red Wolf bei Air Gandhi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR 200. Weihrauch HW 100 Bullpuffer. Air Gandhi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Heute habe ich den absoluten Oberkracher für euch. Heute stelle ich euch die Day State Red Wolf vor. Ja, ich habe meine Kollegen informiert, habe von meinem Drehbuch für dieses Video erzählt. Dann haben sie gesagt, mach das Video nicht zu lang. Die Leute wollen sich nicht so ein langes Video anschauen. Fass dich einigermaßen kurz. Alles klar, das mache ich heute. Die Day State Red Wolf ist das krasseste Luftgewehr, das ich je geschossen habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Woche. Ciao, servus, sagt der Gandhi. Ja, es war natürlich nur ein Spaß. Das muss einfach mal sein zwischendurch. Aber ganz im Ernst, ich versuche wirklich, mich heute aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich werde natürlich noch einige Videos mehr machen in Zukunft. Heute soll es das Review geben. Heute soll es die kompakten Informationen, die wichtigsten Informationen über dieses unglaublich wunderschöne Luftgewehr. Die Geschmäcker sind verschieden. Ich kann mich erinnern, ich war, boah, das dürfte meine erste IWA gewesen sein oder zumindest ist es einige Jahre her, bin ich auf der IWA in Nürnberg auf der Waffenmesse herumgelaufen, noch ja, relativ ahnungslos. Ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt, okay, es gibt Pressluftgewehre und es gibt Federdruckluftgewehre, aber ich kannte mich kaum mit Marken oder sonst irgendwas aus und da bin ich da über die Messe geschlendert alleine und bin an den Daystate-Stand gekommen und da stand die Red Wolf in Rot und die Red Wolf in Blau nebeneinander und ich war ehrfürchtig davor gestanden, haben mir gedacht, boah, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Und dann kam irgendein Engländer auf mich zu, wahrscheinlich war das irgend so ein ganz Bekannter aus der Firma, keine Ahnung, hat mich angesprochen, hat gemeint, und es ist eine schöne Waffe. Und ich war in dem Moment so perplex, ich war völlig paralysiert davor gestanden, habe nur gesagt, ja, und bin abgehaut. Ja, das war meine erste Begegnung mit der Day State Red Wolf Midnight. Midnight ist die blaue Version, die ihr hier seht, eine Sonderversion. Die gibt es ja noch in Rot. Das ist wohl die bekannteste. Dann gibt es mit einem Walnussschaft für die klassischen Fans und es gibt sie mit einem Safari-Schaft, mit einem, ja, einem grob strukturierten Holzschaft. Ich habe mich heute für die blaue Version entschieden, dass ich euch diese vorstelle. Einfach aus dem Grund, mir persönlich gefällt diese am besten. Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Ich habe mir aus dem Grund diese aus dem Lager abgefordert. Ich freue mich seit Tagen auf dieses Video. Und ich kann euch versprechen, es lohnt sich dran zu bleiben. Ich sag's gleich, ihr habt wahrscheinlich unten in der Timeline gesehen, keine Ahnung, wie lang das Video jetzt wird, aber es wird bestimmt lang werden. Wen jetzt das Technische nicht interessiert oder der Chronitest oder der Schusstest, wir haben unten in dieser Zeitleiste, seht ihr einzelne Abschnitte, da könnt ihr dahin springen, wo es euch interessiert oder wenn ihr das Video mehrfach anschaut, eben einfach die Teile anschauen, die für euch wichtig sind. Ich kann das Video nicht auf 10 Minuten komprimieren, dafür gibt es einfach viel zu viel zu erzählen. Das ist ein Meisterstück der Technik, das ist ein Kunstwerk und ja, da muss ich einfach ein bisschen Zeit investieren, aber ihr schaut euch einfach die Teile des Videos an, die euch am meisten interessieren. Die Red Wolf ist das finale Produkt von 20 Jahren Forschung und Entwicklung elektronisch regulierter Luftgewehre. Und wie gut es funktioniert, hat sie dieses Jahr mehrfach unter Beweis gestellt. Die Field-Target-Weltmeisterin 2023 Lauren Parsons ist mit diesem Gewehr Field-Target-Weltmeisterin geworden. Die Waffe hat im Extreme Benchrest-Wettkampf unter anderem die Speed-Silhouette gewonnen und viele weitere internationale Titel erreicht. Endlich gibt es sie jetzt auch in 7,5 Joule bei uns auf dem Markt und ich zeige euch heute, wie unglaublich gut dieses Gewehr performt. Die Läufe wurden extra für diese Waffe für 7,5 Joule entwickelt. Da hat man nicht einfach irgendwelche genommen und hat die Waffe runterreguliert. Die Software wurde neu programmiert, extra für 7,5 Joule und alle Teile wurden aufeinander abgestimmt. Ich hätte jetzt aber gesagt, wir fangen einfach mal an. Ich komme mal zu den Daten und wir schauen uns das Gewehr von vorne nach hinten an.
Die Waffe ist insgesamt 99 cm lang und hat ein Gewicht von 3500 Gramm. Ich habe jetzt hier schon mal einen Schalldämpfer montiert. Diesen habe ich montiert vorne auf dem 1,5 Zoll UNF-Gewinde. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Abdeckschraube für dieses Gewinde. Den Schalldämpfer könnt ihr natürlich separat bei uns auf jabolo.de bestellen. Das ist der 0 dB, also 0 dB wird der geschrieben, 160S. Das Coole ist, wir haben den nicht nur in Schwarz, sondern auch in Blau passend zu der Midnight und in Rot passend zu der roten Version der Daystate Red Wolf. Ein 43 cm langer Lauf ist unter diesem Carbon-Shroud versteckt. Carbon-Shroud bedeutet, dass der Lauf schon mal schallgedämpft ist. Der Lauf ist jetzt nicht der gleiche wie bei der 16-Joule-Version oder bei der FAC-Version, sondern es wurde extra für den deutschen Markt, für die 7,5-Joule-Version, ein eigener Lauf produziert, der auch zusammen mit der Software perfekt harmoniert. Aber das beweise ich euch am besten einfach später im Schusstest, da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Dann haben wir hier eine 480 Kubik Kartusche und jetzt wird es echt richtig spannend. Die Kartusche wird mit einem Druck von maximal 180 Bar gefüllt. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, weil man kennt es ja, normalerweise hat man 200 Bar, 230 Bar, 250 Bar, 300 Bar. Hier füllen wir die Waffe mit einem Druck von 180 Bar. Diese 180 Bar sind auch hier nochmal auf dem kleinen Aufkleber angezeigt, falls ihr vergesst, bis wie viel ihr halt eben die Flasche füllen könnt. So, die Reichweite dieser Flasche ist aber praktisch fast unendlich. Ihr könnt mit einer Füllung mindestens 500 Schuss machen. Wie man auf diese unglaubliche Reichweite der Kartusche kommt, erkläre ich euch jetzt gerade mal. Hier vorne habt ihr die 480 Kubik Carbonflasche, hinten habt ihr das elektronisch regulierte System. Dazwischen befindet sich ein hochsensibler Drucksensor. Dieser Sensor arbeitet nicht nur auf Bar genau, wie es hier angezeigt wird, sondern auf zwei Nachkommastellen. Das heißt, der registriert Unterschiede, zum Beispiel, wenn ich jetzt hergehe und drücke hier einfach nur die Flasche, registriert der Sensor schon eine Veränderung im Druck der Flasche. Anders noch, zum Beispiel, wenn ihr einen Wettkampf schießen wollt, seid zum Beispiel draußen auf dem freien Feld bei 30 Grad in der Sonne und kommt dann in ein Waldstück, wo es nur noch 20 Grad hat, verändert sich der Flaschendruck und das registriert der Sensor. Oder wenn ihr zum Beispiel die Waffe aus einem warmen Auto raustut und schießt dann draußen bei 0 Grad. Oder umgedreht, ihr habt die Waffe im kalten Auto gelagert, geht dann in den Schießverein oder an eure Wettkampfstätte und habt dann auf einmal 20 Grad, weil ihr indoor seid. All diese Unterschiede registriert dieser hochempfindliche Drucksensor und meldet an den Computer dann den perfekten Druck, sodass ihr die herausragende Konstanz, egal bei welchen Witterungsbedingungen habt. Das ist natürlich ein unglaubliches Killer-Feature. Die Waffe ist sowieso absolut wettertauglich. Das haben viele Schützen über die letzten Jahre bewiesen, die dann auch bei starken Regen diese Waffe geschossen haben. Was ich empfiehlt natürlich, wenn ihr jetzt da in den Wettkampf 3 Stunden lang im Regen schießt, schäftet sie danach aus, trocknet System und trocknet Schaft getrennt voneinander, legt es einfach hin, lasst es trocken werden, baut es wieder zusammen und weiter geht's. Was ich euch auf jeden Fall immer empfehle, ist die Holzpflege. Reibt einfach nach dem Schießen, befreiten von Handschweiß, von dem Schweiß der Wange, reibt ein bisschen ab, 2-3 Mal im Jahr Schaftöl drauf, dadurch bleibt er schön frisch, dadurch erhalten sich die Farben, er graut nicht aus, er wird nicht brüchig. Das ist da einfach meine Empfehlung. Ja, wir sind auf den Schaft zu sprechen gekommen, jetzt komme ich einfach aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Für mich der schönste Schaft, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Jeder Schaft ist einzigartig, jeder Schaft hat seine eigene Maserung. Dieser schmeichelt absolute Hand. Es ist keine scharfe Kante, kein Grat, kein nix an dem Schaft dran. Wir haben wunderschönes Logo gelasert, haben eine Punzierung am Griff. Hier der Ausschnitt perfekt gemacht, wo ihr diese digitale Anzeige habt. Schaut euch mal die große Schaftschraube an. Der Schaft wird gerade mal mit einer Schraube gehalten. Hier unten ist die Aussparung für das Foster Quickfill Füllstück. Das ist an der Waffe fest angebracht. Das heißt, ihr braucht kein separates Füllstück. Ihr habt hier eine magnetische Kappe, die das Ganze halt eben schützt. Hier ist alles in Perfektion gearbeitet. Hier unten dran am Griff seht ihr auch das Batteriefach, das Akkufach.
Der Akku wäre das nächste, worauf ich gerne zu sprechen kommen würde. Der Akku verhält sich genauso wie euer Smartphone-Akku. Das heißt, er hält viele Jahre. Natürlich wird er im Laufe der Jahre ein bisschen älter, verliert vielleicht ein bisschen an Kapazität. Das heißt, ihr müsst die Waffe nicht alle 100 Tage laden, sondern halt alle 90 Tage. Ich persönlich habe es mir angewöhnt, ich lade sie einmal im Monat, ich schieße wirklich viel, ist bei meiner Alpha Wolf genauso. Und dann kann ich sicher sein, dass ich jedes Mal, egal wann ich loslege, für viele tausend Schuss einfach Saft auf der Waffe drauf habe. Und wenn der Akku in 5 oder 10 Jahren irgendwann mal das Zeitliche segnet, dann bekommt er auf jabolo.de einfach einen neuen. Ja, zum Schaft habe ich noch nicht erwähnt. Natürlich ist der Schaft auch voll einstellbar. Das heißt, ihr seht hier, ich habe die Schaftbacke in der Höhe angepasst. Anpassen tut man den, indem man hier die Schraube aufdreht mit einem 4 mm Inbus. Dann lässt sich die Schaftbacke 3D anpassen. Das heißt, man kann die kippen, man kann die neigen, man kann die in der Höhe verstellen. Genauso die Schaftkappe hinten dran ist auch voll verstellbar. Hier habt ihr auch eine einzige Schraube, dann kann man die in der Höhe auch eben anpassen. Hier auf der Waffe haben wir eine 11 mm Prismenschiene. Das ist eine sehr, sehr lange Prismenschiene. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euer Zielfernrohr nach vorne, nach hinten genau passend zu eurem Augenabstand zu montieren. Ich habe eine hohe Montage verwendet. Das ist die Sportsmatch ATP 61, eine höhenverstellbare Montage. Wie ihr ein Zielfernrohr montiert, einfach mal Zielfernrohr einschießen, auf YouTube eingeben. Dann erhaltet ihr mein Video ganz oben und danach hat ausnahmslos jeder Schütze es geschafft, sein Zielfernrohr perfekt auf die Waffe einzustellen. Optional bekommt ihr von PRS, auch bei uns auf jabolo.de, PRS Engineering aus England, haben wir parallel zu Daystead mit in unser Sortiment aufgenommen. Die haben eben einige Tuning-Bauteile hier für die unter anderem Daystead Red Wolf. Und zwar gibt es hier oben drauf eine Picatinny-Schiene, die ihr befestigen könnt, dass ihr auf Picatinny montieren könnt. Dann gibt es für alle Leute, die ein Zweibein schießen wollen, eine unglaublich hochwertige Schiene, die ihr unten dran montieren könnt. Ich werde es demnächst in dem Video zeigen. Ich habe sie mir schon geordert, werde die Waffe dann noch umbauen. Heute will ich sie euch eben zeigen, wie sie direkt von Werk abkommt. Darüber hinaus gibt es vom PRS Engineering auch noch eine voll einstellbare Schaftkappe. Auch die werde ich montieren und werde sie euch in einem separaten Video einmal zeigen. Dann kommen wir als nächstes mal zu dieser LCD-Anzeige. Diese Anzeige hat einige Informationen für euch bereit. Aktivieren tut sich die Anzeige in dem Moment, wo wir hier die Sicherung, die manuelle Sicherung hier hinten auf Anschalten. Ich kann sie ausschalten, dann bleibt es trotzdem aktiv. Somit laufen wir nicht Gefahr, irgendwie einen Schuss auszulösen. Auf dieser Anzeige habt ihr jetzt mehrere Informationen. Zum einen habt ihr den Druck, der in der Flasche herrscht. Der steht oben dabei. Dann könnt ihr, müsst ihr nicht, euch anzeigen lassen, wie viel Schuss im Magazin noch vorhanden sind. Also das heißt ein Magazin-Counter. Dann könnt ihr ablesen, welche Leistungseinstellung ist. Hier steht jetzt zum Beispiel auf High. Das heißt, die Waffe hat 3 Leistungsstufen, High, Medium und Low. Die könnt ihr eben separat einstellen. Hier bei uns in 7,5 Joule habt ihr natürlich bei der Einstellung High die perfekt eingestellten 7,5 Joule. Wie perfekt die eingestellt sind, das zeige ich euch später im Chroni-Test. Dass ihr seht, auch hier wurde nichts dem Zufall überlassen und auch hier seht ihr, dass so viel Liebe und so viel Arbeit und in diese Waffe reingesteckt wurde, dass die von Anfang bis Ende perfekt ist. Ihr habt dann noch die Möglichkeit einzustellen, wie lang der Sleep Timer sein soll. Das heißt, wann die Waffe bei Nichtaktivierung eben von alleine ausgeht. Da habt ihr die Möglichkeit, auf 15 Minuten einzustellen oder auf 4 Stunden. Jeder, der einen Wettkampf schießen will, will natürlich nicht, dass die Waffe zwischendrin ausgeht. Dann seht ihr hinten dran S0. S0 bedeutet, 0 Schuss wurden jetzt mit der Waffe abgegeben. Natürlich habe ich schon einige Schuss mit der Waffe abgegeben, aber ihr könnt diesen Shot-Counter resetten. Angenommen, ihr seid irgendwie am Wochenende unterwegs, wollt mal wissen, wie viel habt ihr geschossen, resettet ihr den zuvor auf 0 und lasst es dann ganz einfach mitzählen. Ist eigentlich auch ein ganz cooles Feature.
Dann habt ihr die Möglichkeit einzustellen, wie das Display beleuchtet sein soll. Ich habe jetzt eingestellt, dass es nach 15 Sekunden eben die Beleuchtung aus ist. Ist natürlich noch an das Display, aber die Beleuchtung ist aus. Ihr könnt es einstellen, dass die Beleuchtung immer an ist oder ihr könnt es einstellen, dass die Beleuchtung immer aus ist. Natürlich hat es Einfluss auf die Akkulaufzeit. Aber ganz ehrlich, auch wenn ihr es immer anlasst, hält der Akku so ewig, dass es komplett wurscht ist. Könnt ihr machen, wie euch beliebt. Die elektronische Regulierung der Leistung ist aber nicht das einzig elektronische an der Waffe, denn ihr habt einen elektronischen Abzug und jetzt wird es richtig krass. Dieser Abzug setzt absolute Maßstäbe. Das ist nicht vergleichbar mit einem mechanischen Abzug. Elektronische Abzüge kennen vielleicht die Wettkampfschützen unter euch, die zum Beispiel eine Steyr schießen. Ich weiß nicht, ob es Feinberg Bar auch im Sortiment hat, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Aber von Steyr weiß ich, dass sie elektronische Luftpistolen, deren Topmodelle einen elektronischen Abzug haben. Und ich glaube, es gibt auch Luftgewehre mit einem elektronischen Abzug. Und das ist halt, ja, das Maß aller Dinge, muss man einfach so sagen. Ich hätte vorgeschlagen, dass wir jetzt auch mal irgendwas Praktisches machen. Machen wir doch einfach mal einen Abzugstest. Ich sage euch gleich, ich werde an dem Abzug nichts verstellen. Ihr könnt den natürlich im Vorweg einstellen. Ihr könnt den im Druckpunkt einstellen. Ihr könnt den im Abzugsgewicht einstellen. Ich werde einen Teufel tun und da irgendwas dran verstellen. Der verstellt sich auch nicht von alleine. Der ist perfekt von Werk ab eingestellt. Und genau so bleibt der meiner Waffe. Aber um mal herauszufinden, auf welches Gewicht der eingestellt ist, machen wir jetzt einfach mal den Test. Also, ich entsichere die Waffe, betätige den Hebel. Dazu sage ich euch gleich noch was. Ihr habt gesehen, wie unglaublich viel Kraft ich dafür benötigt habe. Oh, halt. Auf Kilogramm und Gramm. So. Der Abzug ist auf 83 Gramm eingestellt. Wie gesagt, den kann man auch noch weiter verstellen. Ja, das ist absolut Wettkampf-Match-like. Mehr geht nicht. Punkt. Ach Gott, ist das Ding geil. Ihr habt gerade beim Abzugstest gesehen, dass man überhaupt keine Kraft aufwenden muss, um die Waffe zu repetieren. Das liegt einfach daran, dass wir keinen mechanischen Vorgang mit diesem Repetierhebel auslösen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht per Mechanik hier das Magazin weiterdrehen. Denn das Magazin ist ein Self-Indexing-Magazin. Das heißt, das stellt sich automatisch perfekt auf den nächsten Schuss ein, sodass wir ohne jeglichen Kraftaufwand aus dem Magazin oder aus dem Einzelschussadapter, der auch im Lieferumfang enthalten ist, das Diabolo in den Lauf reinschieben. Ich zeige euch jetzt gerade mal das Magazin. Wer das Review über die Huntsman Rework gesehen hat, der kennt das Magazin schon, weil es ist exakt das gleiche Magazin. Hier habt ihr eine magnetische Abdeckung. Es ist ein Vollmetallmagazin, nichts mit Plastik oder so. Höchst präzise gefräst. Die Trommel dreht ihr im Uhrzeigersinn, gebt das erste Diabolo hier unten ein, dann wird es automatisch gehalten. Dann gebt ihr die anderen 12 Schuss, sprich wir haben ein 13-Schuss-Magazin im Kaliber 4,5 mm. Und danach macht ihr die magnetische Klappe wieder zu. Es passen auch sehr, sehr lange Slugs und sehr lange Diabolos in das Magazin rein. Sowohl, wobei wir die jetzt bei 7,5 Joule schießen werden, sowohl die Beasts als auch Spitzkopf-Diabolos, als, ja, ihr könnt da einfach alles reinpacken, ist überhaupt kein Problem. Ich werde heute, jeder kennt meine Rede, natürlich mit dem Einzelschussadapter den Präzisionstest machen, weil ich mich selbst da besser konzentrieren kann. Ich hatte die Sicherung gerade angesprochen. Roter Punkt bedeutet feuerbereit. Und so ist die Sicherung aktiviert, dass man nicht einen Schuss versehentlich abgibt. Wie gesagt, langt nur an den Abzug hin, wenn ihr auch wirklich schießen wollt. 80 Gramm Abzugsgewicht ist natürlich ein absoluter Hammer. So, ich habe einen total trockenen Mund. Ich werde jetzt erstmal einen Schluck Wasser zu mir nehmen, baue das Studio um und dann kommen wir jetzt endlich zum Kronitest. Und dann zum Schusstest. Ich sag euch, es lohnt sich, das anzuschauen. Ich freue mich riesig. Ich bin hellauf begeistert. Wir sehen uns gleich vorne wieder. Viel Spaß, Leute.
Wir sind beim Kronitest angekommen mit der Daystate Red Wolf. Ich lade mal das Magazin, den Kronitest mache ich einfach mal mit dem Magazin, weil es dann einfach schneller geht. Erst die Trommel im Uhrzeigersinn drehen, erstes Diabolo mit Kopf zuerst rein, dann die weiteren 12 Diabolos, also insgesamt 13 reinfüllen. Wir schießen mit den Air Arms Diabolo Field 8,4 Grain 0,547 Gramm Kaliber 4,52 mm. Ich zeige euch gerade mal eine Nahaufnahme von dem Magazin hinten dran. Ihr seht hier einen kleinen Metallstift, einen silbernen. Dieser Metallstift ist dafür da, die perfekte Position des Magazins hier im System zu finalisieren. Der Metallstift ist momentan so montiert, dass ihr das Magazin, ich zeige es gerade hier, von rechts reinschieben könnt. Klack, es zieht sich magisch dank den Magneten auf die richtige Position. Und genau, dann habt ihr es von rechts eingeschoben. Wenn ihr den Metallstift jetzt auf die andere Seite ändert, könnt ihr auch, wenn es euch besser gefällt, das Magazin von links einschieben. Also, wir haben Diabolos geladen. Ich schaue mal, wo ich hinschieße. Ja, da kann ich hinschießen. Wir machen mal 10 Schuss und schauen mal, wie konstant die Waffe ist und welche Leistung sie hat. Viel Spaß, Leute! Und der letzte. Ja. Also, wir haben eine Streuung zwischen 164 und 166 Meter. Das ist eine Streuung von 2 Meter die Sekunde. Standardabweichung vom Mittelwert 0,4 Meter die Sekunde. Perfekte 7,5 Joule. Ihr seht, Daystate schickt uns nicht nur irgendwelche Waffen, die einigermaßen so irgendwie für den deutschen Markt gedrosselt wurden, sondern die sind perfektioniert. 0,4 Meter die Sekunde. Ich glaube, ja, das war der beste Wert, die beste Konstanz, die ich je in einem Kronitest hatte. Natürlich habe ich mit der Huntsman Revere absolute Maßstäbe gesetzt. Jeder, der ein mechanisches Luftgewehr, ein mechanisch reguliertes Luftgewehr bevorzugt, sollte sich unbedingt mal das Review der Daystate Huntsman Revere anschauen. Da habe ich den besten Schusstest aller Zeiten gemacht damit. Ja, der beste, der mir in 500 Videos gelungen ist. Den Schusstest habe ich dann auf 25 Meter wiederholt, wenn der Contentplan nicht durcheinander geworfen ist. Kommt in 2 Tagen das 25-Meter-Video dazu noch raus und auch da wird sie Maßstäbe setzen. Natürlich habe ich mit dieser Waffe absolute Maßstäbe gesetzt und jetzt bin ich gespannt, ob ich das mit der Red Wolf wiederholen kann. Ich muss mir ein bisschen die Finger wärmen, ich habe arschkalte Hände, weil hier ist es echt richtig kühl und dann machen wir den Schusstest. Los geht's, Leute! So, wir sind beim Schusstest angekommen mit der Daystate Red Wolf hier in Midnight. Wir schießen auf 11 Meter Distanz mit den Air Arms Field Diabolos 4,52 mm 0,547 Gramm. Natürlich habe ich ihn mit der Huntsman Revere absolute Maßstäbe gesetzt hier. Die präziseste Waffe, die ich jemals geschossen habe. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir das nochmal genauso hinbekommen. Wir legen mal los. Viel Spaß, Leute. Distanz sind 11 Meter. Der Repetierhebel geht ohne jeglichen Kraftaufwand auf und zu. Der Abzug ist... ja. Ein absoluter Obertraum da geblieben. Ich lasse meine Wange mal liegen, dass ich keinen Parallaxenfehler irgendwie reinbekomme beim Gucken, der mir das Ergebnis verhunzt. Die Waffe ist ein absoluter Wangen- und Handschmeichler.
Die fühlt sich dermaßen geil an, wenn man da seinen Kopf drauf legt und den Griff in die Hand nimmt. Das ist absolut, absolut, absolut unglaublich. Der Abzug, man hat einen leichten Vorweg und man denkt sich den Schuss und dann bricht der. Natürlich guckt euch immer mal die Diabolos an, was dazu, bevor ihr sie reinsteckt. Und ihr seht, wenn ich jetzt keinen Scheiß zusammenbaue, was das für ein ultra krasses Ergebnis wird. Das ist einfach nur geil, ey. So, einen machen wir noch. Absolute Obersahne. Ich liebe das Ding. Wir schauen uns mal das Ergebnis aus der Nähe an. Absoluter Oberhammer. Ich weiß jetzt nicht, ob es 4,9, 5,0, 4,8 mm waren. Wo fängt so ein Streugras an, wo hört er auf? Das ist im 0-Komma-Bereich wirklich unglaublich schwer messbar. Das Gewehr ist eine Perfektion. Also es ist der absolute Oberhammer. Carbonmantel, elektronisch reguliert. Ein unglaublicher Schaft. Unglaubliche Konstanz. Perfekt auf 7,5 Joule eingestellt. Mir fällt einfach nichts mehr dazu ein, wie man das noch loben soll. Ich schieße jetzt einfach noch mal ein bisschen. Ich könnte jetzt schon mit dem Schusstest aufhören. Dann wäre er halt ziemlich kurz. Ich will ja zeigen, dass wir es wieder noch mal einigermaßen so hinbekommen. Und mach jetzt einfach nochmal, während ich noch ein bisschen erzähle und vor mich hinschwärme, weil was anderes wird es einfach nicht, den Test weiter. Ja, ich muss irgendwas, ich schreibe ja auf ergandi.de, auf meinem Blog habe ich ja immer so bei den Reviews unten die Präzision, Materialverarbeitung und sonst was und habe immer positive Aspekte, negative Aspekte. Bitte schlagt mir mal irgendeinen negativen Aspekt von der Waffe vor, was ich da hinschreiben soll, denn mir fällt überhaupt nichts ein. Absolut gar nichts. Ich schieße jetzt einfach mal noch ein bisschen vor mich hin. Genieße das unglaublich geile Repetieren. Und wie gesagt, so auf 7,5 Joule perfekt eingestellt. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Natürlich werde ich euch einen 25-Meter-Test noch machen. Ist doch klar. Ich muss einfach schauen, wann ich auf den Schießstand kann. Zum einen brauche ich die Zeit, zum anderen muss er frei sein. Jetzt in der Vorweihnachtszeit wird das alles ein bisschen, oder wir haben fast Vorweihnachtszeit, wird das alles ein bisschen hektischer, aber ich versuche da so bald wie möglich hinzukommen. Einfach schon aus eigenem Interesse, weil es unglaublich cool ist.
Wenn ich jetzt keinen Mist mache, kann ich, glaube ich, noch eine Stunde so weiterballern. Natürlich die Diabolos out of the box. Ihr seht, ich lang da einfach rein, hol sie raus. Nicht gewaschen, nicht sortiert, nicht gewogen. Ich wette, da ist auch noch mal was drin. Auch habe ich außer diesen Diabolos noch überhaupt keine getestet. Das heißt, vielleicht gibt es welche, die noch besser laufen, die dann 4,5 mm Diabolos in ein Loch von 4,4 mm reinschießen. Spaß beiseite. Was soll denn noch kommen? Für egal welchen Wettkampf, man braucht nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Allen, denen diese Einlochschießerei zu langweilig ist, die können schon mal aufs Fazit weiterspringen unten in der Zeitleiste. Ich mache einfach mal noch 5 Schuss, dass man sieht, dass es kein Zufall ist. Weil sonst gibt es einfach nichts mehr zu beweisen. Ich liebe diese Einfachheit der Bedienung. Vielleicht hat es viele ein bisschen abgeschreckt oder schreckt es ein bisschen ab. Elektronisch und sonst irgendwas. Nein, da gibt es nichts. Hebel an, Hebel aus. Also Sicherung an, Sicherung aus. Schießen. Mehr ist nicht. Den Rest macht das Ding halt selbst. Ich hätte gesagt, einen Schuss machen wir noch. Ja, und auch der ging in das gleiche Loch. Wir sehen uns beim Fazit wieder. Wir sind beim Fazit angekommen. Perfektion pur. Punkt. Mehr kann ich nicht mehr zu dieser Waffe sagen. Eine herausragende Konstanz. Ich wette, wenn man die Diabolos wiegt, sich die wirklich exakt gleichgewichtigen Diabolos vornimmt und schaut, dass die gleiche Kelchgröße und alles perfekt hat. Ich glaube, das kriegt man wahrscheinlich noch genauer hin. 0,4 Meter Abweichung, das fällt dir nicht mal auf 25 Meter, wirst du da irgendeinen Unterschied erkennen. Sie nutzt die 7,5 Joule aus. Ich weiß, dass es viele Waffen gibt, die einfach bei 6,5, 6 Joule teilweise herumdümpeln und eine ganze Menge Geld kosten. Nein, hier ist die Waffe wirklich zu Ende gemacht. Wem kann ich die Waffe empfehlen? Jeden, der das perfekte Gewehr sucht. Jedem Wettkämpfer. Die Waffe wird besser oder schießt besser, als ich jemals in meinem Leben schießen kann. Das steht absolut fest. Das heißt, ich werde nie die volle Präzision dieser Waffe ausnutzen können. Jedem Benchrest-Schützen, jedem Dachboden-Sniper, jedem Hunter-Field-Target-Schützen, jedem Field-Target-Schützen, jedem Schützen, der auf eine geile Optik, auf ein Kunstwerk, auf ein Maß an Präzision und Perfektion und hoher Qualität Wert legt. Ich weiß, ich schwelg heute absolut und mir fehlen auch wirklich die Worte dafür. Für mich persönlich ist es das beste Luftgewehr, das ich jemals getestet habe. Ich weiß, die Geschmäcker sind verschieden. Es gibt viele Leute, die für Home Defense Luftgewehre wollen oder so. Da ist es natürlich nichts. Aber jeder, der einfach ein perfektes Stück Technik haben will, der die 7,5 Joule, auf die wir halt limitiert sind, perfekt ausgenutzt haben will und sicher sein will, dass er die maximale Präzision einfach bekommt, der ist hier mit der Daystate Red Wolf genau richtig. Ich hoffe, ich drehe damit niemanden auf die Füße, nehmt es mir nicht übel. Jeder darf das anders sehen, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Andere finden andere Waffen besser, ist auch völlig in Ordnung. Ich habe so meinen Spaß, absolut. Ich werde trotzdem natürlich auch meine AirArms S400 in Wettkämpfen schießen. Auch die macht mir unglaublichen Spaß. Klar, 2.800 Euro ist kein Pappenstiel, ist mir absolut logisch. Aber das ist der Bugatti Veyron unter den Luftgewehren. Der McLaren
Mehr fällt mir nicht mehr dazu ein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Seht ihr es genauso wie ich oder liege ich völlig falsch und ihr seid ganz anderer Meinung? Schreibt mir bitte einen Kommentar, wenn ich euch irgendwelche Fragen beantworten soll. Meldet euch bei mir, ergandi@diabolo.de. Danke euch ganz herzlich. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus, sagt der Gandhi.